ganz herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil Wiedersehen. Ach gut. Wir sind ein gespieltes Team seit Jahren. Ich finde es wunderbar, wie wir hier zu Gast sein dürfen. Das ist das Leben aus dem Leben gegriffen. Wir haben nicht eine lange Planung, wir haben eine rollende Planung. Und das ist eben lebensnah. Und so lebensnah wird uns jetzt dann die Solistin Emma Saskia Wähler den zweiten Satz von Mozarts Schönheitskonzert präsentieren. Wir haben ganz kurzfristig diese heutige Anlasssache machen können. Vor 3 Jahren wäre Corona dazwischen gekommen, wir wollten schon hier auftreten. 30 Jahre NZO, 1500 Leute, die durchgewachsen sind, aus über 50 Ländern. Weil jeder von uns braucht mal Erfahrung. Alle wollen Erfahrung, nicht alle wollen sie geben. Und das ist unsere Aufgabe. Und das Thanksgiving ist nicht eine billige Black Friday-Geschichte von Ende November, sondern mein persönliches Stehen an der Pforte zum Eintritt ins dritte Drittel meines Lebens. Ich wurde 60 letztes Jahr. Darum, ich bin dankbar, was ich alles erleben durfte, bekommen durfte. Wir alle bekommen, wir empfangen, wir geben weiter, das ganze Leben lang, mal auf der Sonnenseite, mal auf der Schattenseite. Darum sind wir alle hier. Und das möchten wir mit diesen Stücken, die unsere Emotionen widerspiegeln. Freude, Trauer, Wut, Hoffnung, Liebe. Das alles ist das, was wir ja verbindend empfinden. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ganz schönes Konzert, das zweites jetzt mit Emma Saskia Wähler. Mozart Schönung, zweiter Satz. Viel Vergnügen.
Wir haben dieses Werk als Ganzes vor 21 Jahren mit einem Solisten, Ning An heißt er, er hat damals den dritten Preis gewonnen beim großen Konkurs Reine Elisabeth in Brüssel. Und ich war damals Intendant in Interlaken bei der Festwoche und habe ihn eingeladen und dann kam er auch hierher und hat mit uns das gespielt. Er hätte es furchtbar gerne jetzt wieder mit uns gespielt, er ist in Amerika lebt er, aber er muss ja kurzfristig einspringen in Singapur. Umso schöner, dass wir dieses Mal jetzt die Solisten und Solistinnen begrüßen dürfen, die jetzt aktuell mit unserem Orchester zusammenarbeiten oder uns neu begegnen. Vor 3 Jahren konnten wir trotz Corona dann eine kleine Sache machen mit Kammerformation, war zugelassen. Und dafür hatten wir 30 Solistinnen und Solisten, die zum Teil schon eine große Laufbahn gemacht haben. Jetzt haben wir Home Soloists, viele. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, eben auch hier diese Nachwuchsplattform miteinander zu leben, zu pflegen. Und in diesem Sinne geht es weiter jetzt mit Bonbons oder Pralines, kann man sagen, aus Tchaikovsky Rokoko-Variationen kommt die 3. Variation und sie wird Ihnen hier heute exklusiv gespielt von Andreas Henrizi. Er ist seit vielen Jahren mit uns verbunden, spielt mit, auch bei Projekten, ist auch auf einer 2. Schiene tätig, Mathematiker. Also wir haben viele Doppelbegabungen hier drin. Oder wir haben sogar exklusiv jetzt auch eine 2. Generation. Der 3. Hornist ist der Sohn eines Bratschisten, der vor 30 Jahren bei uns quasi mit angefangen hat. So weit geht die Geschichte inzwischen. Ich darf Sie jetzt einschwingen und Sie willkommen heißen zum Tchaikovsky Variation 3 aus Rokoko-Variation mit Andreas Henrizi als Solist. Begrüßen Sie mit mir den Solisten.
17-jährige Pianistin ist sehr, sehr früh dran. Genauso früh dran ist unser Simon Gabriel, Trompete. Vielleicht hat man ihn kürzlich erlebt, in Glanz und Gloria war er im TV und er hat mit 14 Jahren auch gleich die 30-Jährigen überrundet bei einem Wettbewerb in Göteborg. Er hat mit uns schon mit 10 oder 11 Jahren gespielt, mit 12 war er mit uns in Berlin in der Philharmonie und er ist der Jüngste bei uns. Ich darf Ihnen ankündigen, auf der anderen Seite wäre auch in diesem Rahmen hätte auftreten wollen, sollen, was schön gewesen wäre, ist auf der anderen Seite der Altskala Peter Lukas Graf. Er ist verhindert, weil er an einem Meisterkurs ist und gibt in Italien. Ich darf Sie aber vertrösten, Sie haben ja auch Mitnahmeinformationen unten auf dem Tisch. Wir machen im Oktober die Schweiz singt, eine Reihe, die schon zum vierten Mal jetzt stattfindet, Brahms-Violinkonzert mit unserem Solisten, der hier mitspielt, im Tutti, Alexander Dubach unter anderem, und mit Mozart-Requiem. Und da hat sich Peter Lukas Graf bereit erklärt, am 27. Oktober und am 28. in Luzern und am 29. in Bern, also hier am 27. der Kirche St. Peter, auch aufzutreten, als nachgereichter Überraschungssolist von Thanksgiving. Das können Sie sich merken, auf dem Programm, hier steht das auch. Nutzen Sie die Gelegenheit, es ist wunderbar, mit ihm das zu erleben. Und in diesem Sinne machen wir diese wunderbare Brücke und begrüßen jetzt mit dem zweiten Satz Trompetenkonzert Simon Gabriel, begleitet von diesen wunderbaren Musikerinnen und Musikern hier, die Sie auf der Bühne erleben. Viel Vergnügen!
bei diesem zweiten Programm wieder sehen, es ist so reichhaltig an Farben. Und es war bewusst auch ein bisschen ausgewählt, dass wir wirklich die verschiedenen Instrumente auch solistisch erleben können mit Menschen, die hier schon längere Zeit verbunden sind, auch mit unserer Arbeit. Wir machen seit 30 Jahren musikalische Förderarbeit. Und es ist immer wieder berührend auch zu sehen, wohin dann der Weg von diesen einzelnen Persönlichkeiten geht. Sei das ins Ausland, sei das in eine Musikschule, sei das in einen ganz anderen Beruf plötzlich. Und in diesem Sinne, eine Person, die schon sehr, sehr lange immer wieder dabei ist, jetzt eigentlich frisch aus der Mutterpause kommt, ist unsere Oistin Marin Bachmann. Und sie hat sich bereit erklärt, High Risk, wie das Leben eben spielt, Marcello, zweiter Satz aus dem Oboenkonzert, mit uns hier zu feiern. Ihr Kollege Jutta Nuzzi wird morgen das in Bern spielen. So haben wir auch freundschaftlich eine Aufteilung. Es geht nicht um einen Wettbewerb, es geht um nicht um eine Konkurrenz. Wir sind eine Familie für eine kleine Zeit und dann geht jeder wieder seinen Weg, nimmt Erfahrungen mit. Ich bin bereichert von Erfahrungen. Ich finde es wunderbar, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns diesen zweiten Satz zu machen. Genießen Sie mal den Bachmann-Demo, Oboenkonzert, zweiter Satz, Marcello. Viel Vergnügen. Thank you.
dann geht sie ganz selbstverständlich einfach wieder ins Orchester. Wie viel haben wir in der Gesellschaft diese entweder Solist, nicht Solist, Direktor, Underdog. Ja? Wir haben so viele verschiedene Rollen in uns. Und diese Ungezwungenheit, darf ich Ihnen verraten, habe ich in Finnland kennengelernt. Wir sind ein Team. Solange wir zusammen sind, wir gehen füreinander. Der Sport ist eine gute Parallele. Wenn einer nicht rennt, schadet es der ganzen Mannschaft oder Frauschaft. Und darum, wir sind miteinander hier, ob wir wollen oder nicht. Ja, wir bekommen etwas, wir geben etwas. Und in diesem Sinne gibt es eben nicht nur Mathematiker, die hervorragend Cello spielen, es gibt auch Biologen, Biochemiker, die hervorragend Klarinette spielen. Einer davon ist auch langjährig immer wieder mitspielend, Philipp Schläfli. Er ist hier auch. Ich möchte sagen, ob er so richtig spielt. Und es kommt dieses Stück, wo ja anscheinend die Kühe mehr Milch geben. Es kommt das Stück, das irgendwo in der Wissenschaft nachgewiesen ist, es ist heilend. Der zweite Satz von Mozarts Klarinettenkonzert, ein Spätwerk, so was von warm. Ja? Und da möchten wir Ihnen mit diesem zweiten Satz ein weiteres Klangfenster zeigen, was die Klarinette uns da schenken kann. Viel Vergnügen mit dem zweiten Satz von Mozarts Klarinettenkonzert, begleitet von der Swiss Philharmonic Academy, vereint mit neuem Zürcher Orchester, Alumni-Orchester. Wir alle haben unsere Rolle und tragen hier das Beste dazu bei. Viel Vergnügen. Thank you.
sich, wenigstens auf unserer Seite. Sie können gerne auch noch zum nächsten Programm dann wieder kommen, um 4 Uhr Ausblick. Zum Abschluss möchten wir Ihnen hier jetzt quasi die größere Version der Orchesterbesetzung zeigen. Ein Komponist, der immer wieder das Hoch und das Tief im Leben erlebt hat. Piotr Ilitsch Tschaikowski. In seiner 5. Sinfonie, dieses Wogen von höchsten Höhen zu tiefer Depression. Hoffnung, Zerstörung. Es muss immer wieder die Pendel ausgleichen. Und was er doch für eine Kraft daraus schöpft, das möchten wir Ihnen hier als Abschluss in den Raum stellen. Sie haben die Gelegenheit, am Schluss dieser Veranstaltung etwas in ein Körbchen zu tun. Wenn gar nichts passiert, ist das eine einmalige Geschichte heute, weil wir haben keine Subventionen. Von dort her jeder in seinen gemäßen Möglichkeiten oder auch als Freund oder Unterstützer uns begleiten in Zukunft. Sie haben völlige Freiheit, Selbstverantwortung. Wir sind dankbar, für, wenn wir Freunde finden, die uns immer wieder weiterhelfen, dass wir diese Förderprojekte machen können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und es ist wunderbar, immer wieder Menschen hier mitzunehmen, weiterzubringen für ihren eigenen Weg. Daran haben Sie großen Anteil, wenn Sie da mithelfen. Es hat auch ein Gästebuch, wo Sie sich eintragen können, etwas kommentieren können. Wir danken Ihnen, dass Sie da waren. Und wenn Sie es weitersagen möchten, noch für morgen in Bern, alles eine halbe Stunde früher. Günstiger als gratis geht nicht. Und wir alle sind immer froh, wenn wir irgendwo mal was wieder bekommen, wenn es uns selber auch nicht ganz so gut geht. Darum danke, danke, dass Sie da waren und da sind. Und viel Vergnügen mit Tschaikowski.